In diesem Video geht es um das Bewehren von Platten unter der Verwendung von Mattenbewehrung. Als erstes legen wir den Schallkörper unserer Platte fest, indem wir auf die Modulgruppe zusätzliche Module gehen, den Quader auswählen und die Geometrie unserer Platte eingeben. Wir klicken in den Grundriss und geben die Maße der Platte, beispielsweise 30 Meter in die Länge, 15 Meter in die Breite, bestätigen dies mit Enter und geben eine Höhe von 0,20 Meter, also 20 cm Dicke, eine gewöhnliche durchschnittliche Plattendicke ein. Bestätigen dies mit Enter und erhalten mit dem Abbruch der Funktion unser zu bewehrendes Bauteil, eine ganz normale Platte. Um mit der Platte arbeiten zu können, benötigen wir unsere assoziativen Ansichten. Wir gehen auf das Modul Ingenieurbau Ansichten und Details und klicken auf Schnitt erzeugen. Klicken auf die Platte und wählen, in diesem Fall ganz egal von welcher Seite, einmal von rechts und einmal von unten, zum Beispiel einmal den Schnitt durch unser Original, immer die Diagonale eingeben und mit Escape das Rechteck bestätigen. Gefluchtet den Schnitt unterhalb absetzen. Abbrechen. Wir brauchen keine Beschriftung. Abbrechen. So, dann brauchen wir noch eine assoziative Ansicht von unserem Grundriss, weil wir wollen nicht in unserem Original arbeiten, weil in unserem Original alle Eisen dargestellt werden. Wir brauchen immer eine spezielle Ansicht bzw. einen speziellen Schnitt, wo ich drin arbeiten kann. Deshalb wähle ich hier Ansicht erzeugen, klicke meinen Schnitt an und sage jetzt, ich will meinen Schnitt von oben anschauen und schon erstellt er mir assoziativ die Ansicht von oben in der Platte. Mit Escape abbrechen. Und von dieser Ansicht erzeuge ich jetzt erneut einen Schnitt. Und jetzt ist es wichtig, in diesem Fall macht es Sinn, den Schnitt geklappt auf die Seite darzustellen. Das heißt, wir wählen hier Klappen statt Blicken. Blicken wäre, wenn mein Schnitt stets horizontal dargestellt wird. Klappen wäre, wenn er immer zur Seite hin aufgeklappt wird. Also ich schaue jetzt hier von der Seite drauf, habe Klappen eingestellt, gebe jetzt hier noch meinen Schnittkörper ein, auch wieder grob durch die Mitte, Breite ist egal. Und jetzt habe ich ihn hier eben vertikal an meiner Maus hängen. Man könnte den Schnitt aber auch nachträglich noch drehen mit den normalen Konstruktionswerkzeugen. Das macht keinen Unterschied. So, nun sind wir in der Lage, unsere Platte zu bewehren. Hierzu gehen wir auf das Modul Ingenieurbau und klicken jetzt hier auf den zweiten Reiter unterhalb der Rundstahlbewehrung auf Mattenbewehrung. Hier habe ich jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Funktionen, was unsere Matte angeht, und wie gewohnt unten die Änderungsfunktionen. Wir beschäftigen uns zunächst mit der Funktion Feldverlegung. Klicken auf Feldverlegung und geben hier unten einen Abstand zur Seite von unserem zu bewehrenden Feld ein. Da wollen wir 3 cm an den Seiten haben. Das habe ich hier bereits eingegeben, also 0,03 minus 0,03, ganz wichtig, sonst erweitert er das Feld nach außen. Und hier kann man jetzt an dieser Stelle ganz wilde Felder eingeben. In unserem Fall haben wir hier nur ein ganz einfaches Rechteck. Das heißt, es reicht, wenn ich hier auch wieder nur die 2 Diagonalpunkte eingebe. Aber man könnte hier auch ganz kompliziertere Geometrien eingeben. Das ist gar kein Thema. So, ich klicke jetzt hier auf das Ende. Ihr seht, ich habe jetzt hier wieder diese Diagonale, davon nicht verunsichern lassen. Einfach die Funktion mit Escape abbrechen und dann gibt er automatisch das Rechteck ein. So, jetzt habe ich hier oben weitere Parameter, die ich eigentlich eingeben kann. Einmal meine Auflagertiefe, die belasse ich auf minus 0,03. Die Bauteildicke hat er automatisch erkannt aufgrund des eingegebenen 3D-Körpers. Und jetzt habe ich hier noch eine Betondeckung unten, die gebe ich jetzt mit 2 cm vor, also 0,020. Die Werte sind stets immer in der Einheit zu führen, wie hier unten eingestellt. Also ich kann das auch alles, wenn ich jetzt nicht immer alles in Metern eingeben will, kann ich hier unten auch Zentimeter ändern. Das funktioniert auch. So, und dann legt er auch schon automatisch, gibt er mir jetzt für den jeweiligen Mattentyp verschiedene Verlegemuster vor.
Die Längsüberdeckung und die Querüberdeckung kann ich hier, genau, die Querüberdeckung und die Längsüberdeckung sind jetzt hier beispielhaft aus vorprogrammierten Werten angegeben. Diese sind natürlich rechnerisch zu überprüfen, können in diesen Feldern gegebenenfalls modifiziert werden. Ja, im Rahmen dieser Übung belassen wir die Werte, wie sie uns das Programm vorschlägt. Wir wählen jedoch nicht den Mattentyp R257b, sondern wollen eine, je nachdem, was unsere Statik natürlich vorgibt, aber in diesem Fall, in diesem Video, gehen wir davon aus, dass wir einen Bewährungsgrad von 3,35 Quadratzentimeter pro Meter vorfinden, also eine Q335a, welche ein Bewährungsmuster von Stäben Durchmesser 8 alle 15 cm aufweisen. Also Q335b wäre hier, Q335a wäre hier. Im Feld Verlegewinkel lässt sich der Winkel der Matten einstellen. Hier jetzt vorgewählt mit 90 Grad. Lassen sich die Matten auch beliebig, zum Beispiel unter einem Winkel von 45 Grad. Oder auch wenn ich jetzt von horizontal, wenn ich die Spannrichtung in horizontal hätte, würde ich hier 0 Grad eingeben. Und die Platten würden von links nach und die Matten würden von links nach rechts verlegt werden. Hier in diesem Fall, weil die Spannrichtung über die kürzere Seite der Platte verläuft, geben wir die 90 Grad ein und bestätigen mit OK. Nach dem Bestätigen erhalten wir automatisch die Positionsnummern der einzelnen Matten, je nachdem, wie sie zugeschnitten sind, mit einer anderen. Also die ganzen mit einer und die angeschnittenen mit einer anderen Positionsnummer. Nach der Mattenverlegung haben wir die Möglichkeit, eine Mattenschneideskizze und eine Mattenliste abzulegen. Hierfür gehen wir auf die Funktion Legende Matten und gehen auf Nummer 1 Liste Mattenschneideskizze. Aktivieren dies und bekommen ein Feld mit einer Meldung zuvor noch, dass in der aktuellen Version von Allplan 2015 diese Mattenschneideskizze nicht assoziativ ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Änderung in meiner Verlegung vornehme, verändert sich die Mattenschneideskizze nicht. Das heißt, ich muss sie neu löschen und erneut absetzen. Hier bekommen wir eine Vorstellung, was uns die Mattenschneideskizze bringt und für den konstruktiven Einbau dann eine sehr wichtige Information, um die Matten wirtschaftlich einzusetzen. Genau, und hier unten noch eine kleine Zusammenfassung. Zusätzlich, analog zu der Rundstahlbewährung, eine ganz normale Mattenliste mit Biegeform erhalten wir unter dieser Rubrik und können dies zusätzlich noch ablegen.